So, willkommen zurück bei DMC 5. Hallo. Ist eine Weile her. Ja, für uns ist jetzt schon eine ganze Weile vergangen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit bei euch vergangen ist. Wir hatten eine kleine Pause. Haben. Wir haben, Gerade in dem ja. Moment, wo wir aufnehmen, haben wir quasi noch Pause. Nur, ich hatte mal wieder Bock, Devil May Cry zu zocken. Von daher. Ja, und irgendwie ist Devil May Cry das Spiel, was uns beiden am meisten Spaß macht. Ja. So. Ich glaube, angepasst hatten wir letztes Mal schon, weil ich habe nur noch 10.000 rote Orbs. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert Ich ist. nehme es einfach mal an. Die drei sind den Baum runter und wie es. Also, sie wurden jetzt getrennt. Ja. Genau, deswegen auch Mission 14, Scheidepunkt W. Ah, wir hatten vorher die Mission, die wir mit Dante gemacht haben. Genau, da, wo wir auswählen konnten. Ja, und da hattest du gesagt, so, ja, wir kriegen eh noch eine Mission mit Vi. Genau. Ist das jetzt die letzte Vi-Mission? Ja. Oh nein. Ich muss sie genießen. Ich muss mir immer noch mal einen richtig guten Zeichner suchen für meinen Zeichenauftrag. Damn it. A little longer. Hold on, just a little longer. Weißt du, kriecht fast über den Boden, kaum spielst du ihn. Kann hüpfen, kann alles, kann rennen. Surfen. Huch. Oh. Are you all right, B? You might want to take a break. Es hat doch Auswirkungen. Ja, gehen die Lichter an, wenn wir lang gehen? Da kommen gleich Gegner. Das sieht so krank nach Gegnern aus. Where am I? I'm losing my power. Gotta recover somehow. This dimension is healing my body. Aber du bist jetzt quasi machtlos, oder? Ja, wir kriegen gleich welche wieder. Ja. Andere Richtung. Da oben, Da. ja. Ah. Aber da komme ich gerade nicht hoch. Achso, ach ja. Ich habe Griffin gerade nicht. Aber du musst bestimmt durch diese eine Tür da, oder? Durch eine der drei. Welchen wollen wir zuerst machen? Okay, ich hätte gesagt, ist das der Griffin? Nein, das sind, Cavalier Angelo, Artemis und der. Oh, wie hieß er? Goliath. Ach so, ich habe Das gedacht, sind Bosskämpfe. dass das die Dingens darstellt. Nein. Die Tiere. Nein, das sind die Bosse. Ah, okay. Oh nein. Ach, machen wir mal das zuerst. Ich dachte, es kommt jetzt so eine epische Wien-Szene oder so. So, this is where they are. I'm claiming what's mine. Musst du dich für eins entscheiden? Ja. Oh nein. Ah, okay, es steht dran. Ah. Bleibt mehr. Nee, ich hol Ich hätte zuerst Shadow. Shadow gesagt, Ja. ja.
der ging die. Ja. Ich bin so, oh, ich werde König der Dämonenwelt. Der ist mir gerade ein bisschen. Nein, Shadow, du kommst hier gerade hin. Lass erstmal ein bisschen heilen. Ach, da sieht man Shadows Leben, stimmt. Nö. Ich weiche hier auch aus mit Shadow. Ja. Das heißt, Shadow, immer wenn ich, ich ausweiche, kommt Shadow sowieso zu mir zurück. Okay. Oh, oh, Shadow zurück. Nee. Es ist schön, dass ich Hilfe bekomme. Au. Ich müsste da einmal hin. Nein. Ich helfe immer wieder auf dem Hof auf, weil das Freunde sind und dieses Jahr wollte ich besonders viel aushelfen, weil die gerade erst das Kind bekommen haben. Oh, das ist krass. Ich bin überrascht, dass ich nicht gestorben bin. Ja. Also, ich bin gestorben, aber dass ich keinen Schaden bekommen habe. Und gerade echt krank für mich. Achso, das ist Devil Trigger Energy. Ja, nur das hilft mir gerade nicht. Ich habe Shadow nicht. Ich habe Nightmare nicht. Ja. Und ist eh voll. Fast, ne? Leben ist fast voll. Achso, würdest du denn Leben kriegen? Ja, nee, stimmt. Ich würde ja. Wie kriegt der eh kein Leben dazu? Nee, da hat jetzt die Kürbissaison halt gestartet. So direkt im September ging es los und ich habe halt versprochen, ich helfe denen. Und ich helfe ihnen auch kostenlos, weil die brauchen einfach die Hilfe. Kann ich absolut nicht verstehen. Auch wenn ich nicht so verständlich ein Baby habe, kann ich verstehen, dass man Zeit für den Kind haben will, gerade wenn ich erst. Ja! So, den ersten haben wir. Und weil halt normalerweise war es so, dass sie am Wochenende selber die Kürbiskisten fertig gemacht haben und alles, was sie nicht geschafft haben, habe ich dann in der Woche mitgeholfen. Und jetzt ist es halt so, ich mache am Wochenende die Kürbiskisten fertig und in der Woche komme ich auch nochmal zum Helfen. Ja, willst du Griffin die erstmal? Ja, definitiv. Gerade gegen Artemis brauche ich was, was Fernkampf ist. Mir wurde das jetzt einfach zu viel. Am Wochenende, weil ich keine Wochenende hatte, sondern da geholfen habe. Und wenn ich dann auf dem Weg bin, dann beschweren mich nur, dass ich dann 2-3 Stunden da bin, um die Kürbiskisten zu kriegen. Dann war ich ein bisschen länger da, kümmere mich auch ein bisschen um die Hühner und verbringe halt Zeit mit Freunden. Wenn man schon gerade zur Corona-Zeit darf, weil man quasi Arbeitskraft ist. Ja. Und weil die halt auch Hilfe brauchen können, weil natürlich da ja auch ein Arbeitsplatz geschaffen werden soll, hilft halt auch, was Büroarbeit angeht, ein bisschen. Oder passt das keiner auf.
Aber mir wurde das dann halt zu viel mit dem Let's Plays noch. Vor allem, weil wir jetzt ja ein neues Programm haben, mit dem wir schneiden. Und ich mich dann nicht gut auskenne. Und ich mir danach nochmal reichlich Tutorials angucken müsste. Und es mich dann auch noch genervt hat, dass Rogue besser ist mit dem Programm als ich. Und mein PC einfach mal so sagt so, okay, du willst ein Video dann egal, ich hier zwei Stunden für ein Video, was vorher 10 Minuten gebraucht hat. Wow, das ist ja. Boah, die hat mich aber ordentlich runtergehauen. Oh, die Anja. Und dann kamen halt Sachen bei Scrap Mechanic, die einfach sehr viel Editing brauchten und dann gab es noch ein anderes kleines Problem und das wurde mir einfach zu viel und dann habe ich gesagt, ich höre auf, ich habe keine Lust mehr. Und zum Glück hatte Rogue dafür Verständnis. Warum auch nicht? Und dir ging es auch ähnlich, dass es dir zu viel wurde. Ja, mir wurde es auch zu viel. Ey! Vor allem, weil ich dann auch sehr gerne gerade die ganze Arbeit mit dem Schnitt und so auf dich abgewälzt habe. Und, ja. Wahrscheinlich, wenn das hier dann rauskommt, werden wir nochmal einen ganz anderen Zeitplan haben. Ah, erwischt. Und dann werden wir wahrscheinlich auch auf ein paar Let's Plays verzichten. Also, Sacred. Ja. Aber und weniger Folgen pro Woche auch. Ja. Ich meine, man könnte weiterhin vier Let's Plays laufen lassen, wenn man sagt, eine Folge pro Woche. Ja, das wäre mir aber persönlich so ein bisschen wenig. Ja. Dann habe ich lieber drei Let's Plays mit jeweils zwei Folgen pro Woche. Ja. Naja, mal gucken. Kann man hier irgendwie noch höher oder so? Aber wenn man das halt macht, weil man selber so ein bisschen seinen Horizont erweitern will, was das Bearbeiten bei mir zum Beispiel angeht. Ja! Und wenn man einfach Spaß dran haben will, dann sollte man halt lassen, wenn man merkt, dass man keinen Spaß dran hat. Ja, das wird uns zur Arbeit und ich habe auch schon genug Arbeit auf der Arbeit. Weil du arbeitest Vollzeit, wenn ich jetzt noch so eine Teilzeit- bis Vollzeitstelle belege, teilweise. Ja. Das ist dann gerade für mich zu viel. Ich meine, das Arbeitsamt hatte mir, bevor es hieß, dass ich erwerbsunfähig bin, zugetraut, dass ich 3 Stunden am Tag arbeiten kann. Hm. Ja, ne? Und in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass ich zu nichts anderem mehr in der Lage bin, wenn ich gearbeitet habe. Mhm. Oh nein. Keine Angst, ich glaube, der blockt nicht so viel. Das ist der gegen den ganzen Defense-Komplex, ne? Ja. So, machen wir mal erstmal. Ja. Ich finde das ein bisschen besser mit dem Klar als Dante. Ja, ich kann ihn dann halt auch von mehreren Richtungen auf einmal angreifen. Er kann halt nicht alles blocken, ne? Ja. Ach ja, und wir sind am Überleben vielleicht ein bisschen mehr Stream. Also uns eher auf Stream zu fokussieren als auf Let's Play. War doch richtig, oder? Ja, genau. Also, auf jeden Fall einen zweiten Streaming-Tag hätten wir. Also, es wäre schön, einen wirklich festen zu haben, den wir auch wirklich einhalten. Au! Und dann Kapazität zu haben für den zweiten. So, Nightmare-Regel mal gerade. Und bam! Oh, Devil-Trigger-Energie. Ja, der ist weg. Ja. Siehst du ihn noch finishen? Ja.
following contraries, and these are true. Illusion. So, dann können wir jetzt auch wieder raus. Sehr schön. In was für einer Dimension waren wir da gerade eigentlich? Man weiß es nicht so ganz. Oder ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Ich müsste es nochmal nachlesen. Werden wir gleich erfahren? Ich weiß nicht, ob das jetzt genau... Ich glaube, groß drauf eingegangen wird jetzt nicht. Oh, we finally made it out. That thing was something else, huh? Best we avoid it if possible, especially given my condition. Jetzt noch groß raus. Ich meine, das war quasi schon die Mission. Also, rote Orbs gibt's hier. Hm. Oh, wir müssen durch den Blutstrudel. Weiß nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall doch noch ein Stück. Na, okay. Ja, Wurzeln kaputt machen. Noch mehr rote Orbs. Yay. Ach, auf meinen alten Playthrough. No time to worry about them, B. Da siehst du doch links. Vielleicht Jerome, ich hab gerade. Ja. Ach, das da! Rise. Ich bin ein Idiot, tut mir leid. Da auch durch. Hier irgendwo? Nee. Oh. Nero wird da gerade so ein bisschen vermöbelt. Mhm. Ja, damals konnte ich den noch nicht so gut spielen. Das geht mittlerweile zum Glück ein bisschen besser. Also, ich dachte, das bricht hier irgendwie zusammen oder so. So, dann hier. Hätten wir das offen? Ja. Journey is coming to an end. Hm, recht hat er. If he reaches the fruit, it will all be over. Even Mundus failed to reign over the human world. Surely now he'll not. No way can we handle her. We don't have the strength. I know. But we must get through this. Somehow. Irgendwie. Hm? Ich hab wirklich Tante erwartet. Oh, Ezra! Hm. Nice. Ja. War jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es Nero war. Ach, der darf auch mal coole Sachen. Ja. So, wir sind schon auch schon über 20 Minuten. Ja, dann war's das für diese Folge. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.